Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 15. Wir sind bei Part 8 und ich möchte... Weiter geht's. Ja, ist ja okay. Chillt doch mal. Sorry, Prompto. Habe ich denn alles aufgefüllt? Kurz mal abgecheckt. Halt, Ausrüstung. Noctis, Blitz... Wir haben nur zweimal Blitz. Ja, wenn wirklich, kann ich immer noch. Halt, habe ich denn... Fertigkeitspunkte. 23. Tut mir leid. Perfektes Ausweichen. Überraschungsbonus. Warp Pressure. Schmettern. Das wäre natürlich genial. Aber ich habe jetzt noch keinen Sicher gesehen, deswegen. Wo sind meine Statuswerte? Hier. Kraftschub. Erhöht die Stärke der Gefährten um ihre jeweilige Stufe. Kann man den dann häufiger verwenden? Weil da steht... Erhöht die Stärke aller Gefährten um ihre jeweilige Stufe, ersetzt gleiche Effekte niedrigerer Stufe. Hört sich fast so an, oder? Weil sonst wäre es auch ein Schmarrn, weil wenn man das jetzt einsetzt, dann würde es ja fast nichts bringen. Habe ich dann noch was da? Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Gewährt FP für Siege in Chocobo-Rennen. Oh, Chocobo-Rennen! Wow! Yeah, das wäre cool. Das wäre so cool. Ich will Chocobo-Rennen. Das müssen wir machen. Entschuldigung. Ich habe irgendwie immer in der Früh so einen leichten Frosch im Hals. Es tut mir voll leid. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe extra ganz viel getrunken. Hat aber nichts gebracht. Leider. Theoretisch könnte ich jetzt noch... Pause. Ja. Magie. Die Frage ist nur, soll ich Feuer oder Blitz nehmen? Das machen wir dann, wenn wir wissen. Oh, nein, 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 nicht schon wieder. Kann ich denn jetzt... Ich würde ihm gern wieder seine Jacke anziehen. Ich finde die schöner. Aha, das erhöht also die LP, die Lebenspunkte. Aber es senkt dafür alles andere. Freizeitkleidung ist sowieso grottig und Freizeitkleidung leicht sowieso. Absolut. Dann schauen wir mal bei ihm. Mhm. Also Stärkeangriff und so steigt alles, wenn ich ohne Jacke... Das Ganze mache, aber LP bei ihm wäre schon wichtig, wenn er die LP hat. Beim Ignis könnte man theoretisch... Den habe ich sogar ohne Jacke. Das kann doch nicht sein. Ich habe Ich muss einfach mehr trinken. So. Beim Ignis können wir es lassen, beim Prompto... Wäre es vermutlich schon besser, wenn wir es mit Jacke lassen, weil er hat eh so wenig Lebenspunkte. Aber er ist auch so ein typischer Fernkämpfer, also braucht das nicht unbedingt. Wir gehen jetzt mal zu unserer Aufgabe. Und wir sind hier. Ist das der Ort, den Dino meinte? Oh, habt ihr den Schatten gesehen? Ich glaube schon. Sehen wir uns mal etwas um. Okay, dann sehen wir uns mal um. Da müssen wir hin. Okay. Dann laufen wir da mal hoch. Yeah. Das ist mega cool. Sowas mag ich voll gern. Oh, sorry. Ich hätte den Ignis jetzt beinahe runtergeschubst. Das tut mir jetzt voll leid. Da gibt's was. Das hole ich mir. Ist mir egal. Ich laufe den ganzen Weg nochmal. Wenn ich ehrlich bin, erinnert mich dieses Lied an den Hobbit. Ich weiß nicht warum. Hey, da steht was. Saulhändschlucht.
Ich habe letztes Mal die japanische Sprachausgabe gesehen. Also, wenn sie reden, das ist halt auch cool. Ist wirklich richtig genial. Die Stimmen machen schon einiges aus. Aber ich möchte trotzdem die Deutschen lassen. Sorry. Hier kann ich auch sammeln. Yeah. Goldstaub. Again. Ein Riesenwesen. Müssen wir dahin? Weckt ihn bloß nicht auf. Der ist aber groß. Muss ich da echt jetzt vorne rumgehen? Ich würde gern hier hinten das Zeug einsammeln. Komme ich da nicht hoch? Oh fuck. Okay. Prompto, geh mir aus dem Weg. Okay, man kann da leider. Verdammt nochmal. Alter! Ich hab mega Schiss vor dem Viech. Muss ich denn das? Nein, muss ich nicht. Das Tier ist mega riesig. Was kann man denn da? Ach so, das sind die Edelsteine. Rohgranat. Was hat er denn, der Prompto? Ich weiß halt nicht. Ich denke fast nicht, dass ich da hinten hinkomme. Obwohl ich das schon gern einsammeln würde, wenn ich ehrlich bin. Kuckuh! Bohnen. Yeah! Kui-kui. Apropos, was mir gestern noch aufgefallen ist. Ist das. Oh shit. Und jetzt? Alter. Hilfe. Was für ein Riesenviech. Kranke Scheiße. Der ist ja übel. Alter, der ist riesig. Übelst. Das Risakraut von unten gesehen. Eindeutig ein paar Nummern zu groß für uns. Voll. Diese Einschätzung schließe ich mich an. Da sind sie. Dann können wir ja das jetzt einsammeln. Das ist doch Was für eine schön. hübsche Farbe. Regenbogenstaub. Vor lauter Schreck habe ich jetzt vergessen, über was ich vorher geredet habe. Ach ja, genau. Und zwar ist das Gute, wenn man kann ja das eine oder andere Mal so Lebensmittel kaufen, die man noch nicht hat. Und dann fallen Prompto zum Beispiel auch neue Rezepte ein. Also wenn man ein neues Fleisch. Neue Fleischsorte beziehungsweise neues Gemüse oder was auch immer kauft, dann kann es sein, dass man also ein neues Rezept lernt. Wie auch, wenn man Bilder oder sowas ansieht. Ist mir so aufgefallen. Nur, dass ihr es wisst. Nachher eine kleine Pause? Ja. Die wollen immer eine Pause haben. Die machen noch gar nichts. Das war jetzt wirklich nicht so brutal. Aber was mich mal interessieren würde. Ach ja, genau. Ich muss jetzt dann mal kurz zu Sydney zurück. Zum Hammerhead, besser gesagt. Weil da irgendwie auf dem Dach oben angeblich
ein Item liegt und das möchte ich mir schon holen. Aber jetzt fahren wir erstmal dahin. Ja, wir fahren natürlich direkt dahin. Müsste man jetzt nicht, aber hey. Und ich habe jetzt beschlossen, dass meine Parts ungefähr so immer zwischen 20 und 30 Minuten sind. Nacht. Weil wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Okay. Weil man nicht unbedingt... Kostet es immer 10 Geld oder nur, wenn es ein gewissen Ding hat? Muss ich mal nachgucken, weil dann wäre es besser, wenn ich es tanke, wenn es halb leer ist. Also, oder ziemlich leer. Mal gucken. Der Tank ist wieder voll. Okay, schön. Achtung. Entschuldigung. Ich bin mal gespannt, wann man die Chocobos verwenden kann. Jetzt laufen wir aber erstmal zum Dino. Da möchte ich nochmal kurz angeln. Vom Level her sind wir immer noch ziemlich weit unten, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen so sind. Ob man grundsätzlich so weit unten ist am Anfang. Also da, wo ich jetzt bin. Oder ob man da schon weiter ist. Ich weiß es nicht. Aber ich habe ja die Nachtquests noch nicht gemacht. Vielleicht sollte ich mir die mal anschauen. Einfach nur, um die Angst vor der Nacht zu verlieren. Haha. Ich glaube, das werde ich auch tun. Willkommen am Galdin Kai. Dankeschön. Hier sieht echt alles lecker aus. Ja, da hat er recht. Lauf weiter, Gladiolus. Und Ignis und Prompto. Könnt ihr mir bitte aus dem Weg gehen? Hallo? Jetzt reden wir aber erstmal mit dem. Oh, gute Arbeit, Jungs. Tut mir leid wegen der Umstände, aber ich musste einfach an einen dieser Steine kommen. Wisst ihr, ich betreibe nebenbei nämlich noch einen kleinen Accessoireladen. Da kommt mir der Klunker gerade recht. Als Entschädigung gibt's auch eine kleine Info. Das Geschenk des Fremden ist eine Gedenkmünze zum Amtsantritt der Kanagi. Der schrille Typ hat noch mehr davon verteilt. Könnte zum Imperium gehören. Und zum Abschied noch ein Werbegeschenk. Beehrt mich bald mal wieder, okay? Wenn das wirklich eine Gedenkmünze ist, käme nicht jeder so einfach dran. Ein ziemlich stattliches Taschengeld. Wir könnten es in ein Zimmer investieren, wo wir schon hier feststecken. Ja, sollte ich jetzt... Was eure Überfahrt betrifft, ich bin am Ball. Das bin ich euch schuldig. Der Stein ist echt klasse. Sieht auch gut aus momentan. Wenn ihr soweit seid, meldet euch einfach. Okay. Wer hätte gedacht, dass dieser windige Kerl sein Wort wirklich hält? Er muss gute Kontakte haben, wenn er ein Embargo der Niffen umgehen kann. Ein Künstler in allen Lebenslagen, was? Hat die irgendeinen Job für mich, den ich machen könnte? Wie wäre es mit etwas frischem Fisch? Nö. Stufe 17 ist zu hoch für mich. Packe ich noch nicht. Ich würde sagen, wir flitzen doch mal einfach kurz, weil wir haben ja eh so viel Geld. In Anführungszeichen. Da macht es nichts aus. Ich würde sagen, wir flitzen jetzt mal kurz zum Auto zurück und dann flitze ich mal zur Sydney, weil ich mal gucken will, ob da oben wirklich ein Item liegt, beziehungsweise wie man da am besten hinkommt. Ich weiß jetzt nicht genau, auf welchem Dach. Ich habe es, wie gesagt, nur gehört. Und zwar von Yggdrasil Games. Ich habe die Dame bei mir auf der Seite verlinkt. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Die spielt das Ganze mit Lösungsbuch. Da kann man sich das ein oder andere von ihr abgucken. Total praktisch. Und man erfährt das ein oder andere Interessante auf jeden Fall. Genau.
So, dann flitzen wir mal kurz wieder hoch. Wie ihr seht, füllt sich alles immer wieder auf. Mich würde mal interessieren, wenn ich die 10 Geld zahle, ob dann mein Sprit trotzdem weg ist. Und vor allem, ich kriege ja eigentlich, ich glaube, Fertigkeitspunkte für zurückgelegte Meilen oder was auch immer hier. Jalme vielleicht. Ich weiß es nicht, was hier die Angabe ist. Aber normalerweise kriege ich ja da Fertigkeitspunkte. Ich weiß nicht, ob das auch zählt, wenn ich mich dahin teleportiere, in Anführungszeichen. Weil es ist ja nicht wirklich ein Teleport. Ich weiß es nicht. Ich denke aber fast nicht, weil dann ergibt es ja gar keinen Sinn, oder? Vielleicht aber auch doch. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. So, jetzt checken wir mal das ab. Gladio, lass uns einkaufen. Alles klar. Da komme ich nicht hoch, aber hier komme ich hoch. Komme ich da auch hoch? Nein. Ich muss nämlich irgendwie gucken, dass ich aufs Dach komme. Um zu sehen, ob hier überhaupt irgendwas oben liegt. Da komme ich aber... Ei! Ich habe es gefunden. Ein Metallsplitter. Wie immer. Oh, das war mies. Hey! Yeah! Hier haben wir was auf dem Dach, aber ich weiß nicht, ob das war. War es das? Da komme ich auf jeden Fall nicht hoch. Da war auf jeden Fall was auf dem Dach. Das könnte es gewesen sein. Auf das Dach komme ich eigentlich auch nicht. Da liegt auch was. Ich habe so viel übersehen. Ein Heiltrank. Wow. Sag mal, freut ihr euch auch so auf unsere nächste Panne? Dich hat's echt schwer erwischt, was? Ja, mitten ins Herz. Oh, süß. Prompto ist echt verknallt. Das ist ja übel. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Der Arme. Haben wir hier noch irgendwas liegen? Scheint nicht so. Das war's. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber wir wollten eh diesen Nachtding machen. Ich hoffe einfach mal, wir überleben das. Elixier haben wir. Supertrank haben wir 9, Super Elixier haben wir 6, Heiltränke haben wir 11. Ich glaube, das reicht, oder? Wie viele Phönixfedern haben wir? Na, hier drin kann ich sie noch nicht nachgucken. Jetzt aber. Phönixfedern haben wir 3, da kaufen wir uns auf jeden Fall noch welche. Esst ihr auch ordentlich? Ja, was tun wir. Kann ich für euch tun? Das hier sind unsere Problemkinder. Ich dachte, der war hier. Ist er jetzt weg? Das ist ja traurig. Die waren doch hier, wie der. Aber Stufe 15 ist mir ehrlich gesagt schon zu krass. Das ist ja mies. Wieso ist denn der weg? Knurrt, wisst ihr Bescheid. Ach, Menno. Das ist doch gemein. Wieso machen sie sowas? Haben wir hier noch irgendwas Glitzerndes? Ja, ich wusste, dass da was ist. Das war so vorhersehbar irgendwie. Gedenkmünze, again. Nee, Schmann, die haben wir noch gar nicht bekommen, oder? Hallöchen. Gib mir eine Phönixfeder. 1000. Naja, die sind immer so teuer. Besten Dank. Bitte. Bis zum nächsten Mal. Ich würde gerne mal die Farben angucken. Ach ja, genau, wir könnten mit der Sydney mal quatschen, weil die unser Auto aufwerten kann. Soweit ich das mitbekommen habe. Hi, Sid. Ach, fast vergessen. Ich wollte euch ja noch fragen, ob ihr den Regalia tunen möchtet. Was darf's denn heute sein? Sucht euch eine Farbe aus.
Wie ist denn die Farbe? Ich mag nicht weiß. Ich mag weiß überhaupt nicht. Welche Farbe soll's sein? Die Farbe ist viel schöner. Innenraum? Innenraum. Dunkelrot. Orchidee. Oh, das sieht cool aus. Tiefsee. Sieht auch geil aus. Waldgrün. Mintschoko. Oh, cool. Ich würde es gerne mal von Weitem sehen. Lavendel. Anthrazit. Haselnuss. Yeah, es gibt eine Haselnuss. Tiefschwarz, Smaragd. Was habe ich jetzt gesagt, was cool aussieht? Ich glaube Orchidee, oder? Wie war es denn ursprünglich? Schwarz. Rot mag ich halt auch nicht so gern. Wie war denn das mit Tiefsee? Sieht auch cool aus. Aber man merkt fast keinen Unterschied. Monochrom. Das würde natürlich auch nicht schlecht aussehen. Aber ich denke, das passt momentan am besten. Jetzt gucken wir erstmal. Und was ist mit den Felgen? Yeah, das sieht geil aus. Hellsilber. Oh, das sieht auch cool aus. Nachtblau. Das sieht besser aus. Grau-Metallic. Smaragd. Wie viel kostet denn das? Auch nichts. Das sieht halt auch cool aus. Wird besser zum Auto passen. Aber mir gefällt das Blau besser, deswegen. Matt finde ich hier nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Ich müsste aber fast dann den Innenraum in Blau umändern. Sucht euch eine Farbe aus. Wieso habe ich denn... Was ist denn mit dem Zeug, das ich gesammelt habe? Das interessiert mich jetzt schon, weil... Bist du dir sicher? Überlass das mir. Fertig. Na, was sagt ihr? Sehr gut. Hat mich 0 Geld gekostet. Juhu! Aber jetzt reden wir mal kurz mit Sid. Nichts zu tun? Diese Toll. Schwüle Luft. Ja. Oh, gutes Timing. Ich hab neuen Lack im Angebot. Ah. Was darf's denn heute sein? Welche Farbe soll's sein? Neuen Lack, oder? Ich glaube auch. Hat auf jeden Fall einen neuen Lack. Aber das. Nee, das Blau, das sieht einfach so doof aus. Sucht euch eine Farbe aus. Bis bald, Jungs. Wie geht's? Wartung. Bis bald, okay. Jungs. Jetzt würde mich doch mal was kurz interessieren. Fürs Auto. Goldstaub. Staub eines seltenen Minerals, das in einer glänzend goldene Farbe schimmert. Unverzichtbar für goldener Lachs. Silberstaub. Blausteinsplitter. Was steht heute an? Bis bald, Jungs. Okay, entweder ich habe noch nicht genug. Oder ich muss dann mit wem anders reden. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Habe ich noch nicht rausgefunden. Ich werde mir jetzt mal einen Job suchen. Dann bis abends warten. Weil den anderen kann ich noch nicht machen. Das steht schon mal fest. Weil der mir zu krass ist. Nicht fortsetzen. Lass nichts liegen. Okay, los geht's. Ich möchte zur Ortschaft.
dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Like, kommentiert, abonniert, wenn es so ist. Bis zum nächsten Part. Macht's gut und tschüssi.